Der HSV hat das Spiel heute verdient gewonnen. Wir haben in der Phase, wo wir die Möglichkeiten gehabt haben, 3 freie Bälle vom Kreis bzw. einen von außen nicht geben, uns eine unnötige Zeitstrafe eingefangen. Und der HSV hat das genutzt und das Spiel verdient auch in der Höhe gewonnen. Und wir wussten, es muss alles klappen, damit wir dieses Spiel gewinnen. Die andere Situation, gab jetzt eine rote Karte mit Spielbericht. Ich kenne Thorsten so viele Jahre, habe ihn selbst als Jugendtrainer gehabt, mit ihm deutscher Meister geworden. Ich will das einfach nicht glauben, dass da eine absichtliche Körperverletzung vorlag. Und deswegen denke ich jetzt mal ein bisschen runterfahren, mal in Ruhe schauen und hoffen, dass es dem Spieler bald wieder gut geht und dass sich das auch zum Positiven klärt. Ich kann aber genauso wenig sagen, weil sie mich jetzt auf dem Weg nochmal in die Kabine abgefangen haben. Die Ärzte sind da, der HSV kümmert sich auch mit dem Mannschaftsarzt gerade um die Situation. Wir müssen jetzt abwarten, was wirklich passiert ist. Ja, ich habe es nicht wirklich gesehen von hinten. Er fiel plötzlich um und gut, ich habe es nur bluten sehen hinterher und sah nicht schön aus. Ich hoffe, dass es ihm jetzt wieder gut geht und dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Ich denke, er hat einen Cut unter dem Auge, irgendwie so sah es aus. Ich will aber jetzt nicht groß spekulieren, also es hat irgendwie ein bisschen geblutet, aber er hat schon wieder gelacht, also ich glaube, dass es ihm einigermaßen gut geht. Ja, also ich breche jetzt nicht jubelnd zusammen, weil das Spiel hatte schon auch so seine Macken, aber ich glaube, dass wir insgesamt gut gespielt haben und das, was wir von uns erwarten, dass wir zu Hause die Füchse schlagen, auch erreicht haben und da bin ich natürlich zufrieden und stolz.